Herzlich willkommen auf YouTube zur nächsten Folge unseres Multi-Let's-Plays hier von der schönen Holzer Terra Live Plus. Hier bei mir ist der Stefan. Hallo. Muss man nochmal zurücksetzen. Und wir haben, also ich habe das Problem, dass ich Holz machen will, aber mit diesem Gerät hier macht das Holzfällen mit der Kettensäge und dann immer so einen Meter weiterfahren, einsammeln, einen Meter weiterfahren, einsammeln, einen Meter weiterfahren, einsammeln. Nicht so wirklich Sinn, finde ich. Na, also Holzvollernter, ja, darauf kommen wir nochmal zurück, wenn ich oben in die Berge gehe. Na, da mit einem, wahrscheinlich mit so einem, wie hieß er, Hector oder wie hieß dieses Riesenteil aus dem Forst-DLC? Oh. Auf Ketten. Na, das werde ich dann wohl nutzen. Aber guck mal, da muss ich hin. Schreinerei. Hannibal meinst du? Hannibal heißt Hannibal. Ne, also da werde ich schon den werde ich wohl benutzen, ja. Wenn wir tatsächlich dann hier in die Berge gehen, ne? Hier auf dieser Seite, hier in die Berge. Ne, hier gibt es ja ein paar schöne Landflächen. Wenn ich da in den Bergen bin, da macht das durchaus Sinn, mit sowas zu fällen. Wie wir die Sachen dann verladen und wegbringen. Ich meine, wir haben jetzt erstmal mit Absicht ja keinerlei Holz-Autoload drauf. Weil wir wollten ja etwas realistischer, ne Stefan? Ja, bei Holz bin ich da geteilter Meinung, aber ja. Ja. Aber es gibt da... Stopp, Jolte, jetzt kriege ich ihn. Es gibt da Radladerwerkzeuge für Holz zu verladen. Ob die gut sind, weiß ich nicht. Ne? Es ist einfach nur. Keine Ahnung. Mal, wenn die scheiße sind. Radlader ist nicht die schlechteste Option. Ja, genau. Deswegen muss jetzt mal gucken, wo das Zeug hinkommt. Ach, guck mal, da vorne kommt das Zeug hin. Nehme ich jedenfalls an. Wie gesagt, ich baue hier, ne? Ich guck mal, ob ich das Ding hier auf eine Automatik dann noch umgerüstet kriege, ne? So, aber jetzt erstmal Holz verkaufen. Wir haben Geld gemacht. Ich meine, das waren jetzt 500 Euro für einen Baum, ne? Ja, ja. Das war nur eine kleine Birke. Auf der Karte sehe ich übrigens noch irgendwas Gelbes beim, also was irgendwas, was uns gehört, beim Händler stehen, haben wir was vergessen zu verkaufen. Danke. Wir werden sehen. Ja. Ach ja, stimmt. Ich hatte den Schäfer schon gekauft. Ich hatte den Schäfer gekauft. So, den lasse ich jetzt erstmal hier stehen. Und den verkaufe ich definitiv, weil das geht gar nicht. Außer haben wir gut Geld. So, also das ist der kleine Schäfer. Ja. Allerdings als Teleskoplader, ne? Das ist nicht der Frontlader, sondern der Teleskoplader. Oh. Schafft der denn die 1000 Liter Schaufel? Das ist eine 2500 Liter Schaufel. Okay. Schafft er die denn beladen? So, ja. Der sieht so klein aus.
Und der sieht größer aus. Geringfügig. Geringfügig, aber ja, da guckt ihr mal die Größe an. Das wird wahrscheinlich für den Hof zu groß sein, ne? Wahrscheinlich ja. Ja, und für den kleinen Schäfer hier gibt es im Zubehör das hier, was du im Stream siehst. Das ist eine Poltergabel. Ja. Die ist zum Verladen von Holz. Andererseits, dafür macht, glaube ich, der größere wieder mehr Sinn, ne? Den brauchen wir ja nicht auf dem Hof. Naja, wir müssen. Also erstmal muss ich was haben, um Holz zu transportieren. So, und Vanilla gibt es ja zum Beispiel solche Dinger hier. Ist keine Ahnung, wie lang die Ladefläche davon ist. Aber wenn du das mit dem Radlader machen willst, brauchst du das ja eigentlich nicht. Das ist richtig, das, ne? Wobei ich denke, dass das Aufladen mit dem Radlader wahrscheinlich sinnvoller ist. Ja, vor allem deutlich effektiver wahrscheinlich. So, das würde bedeuten, wir bräuchten eigentlich was zum Holztransport mit Rungen. Wo waren denn, war die unter Anhänger? Es gab doch auch irgendwas für den Holztransport, ne? Gruppe Sammlerflüge. Bei Anhänger guck ich mal auf, da gibt es so. Mähtechnik, Ballen, Forst. So, dann sind wir allerdings hier schon bei so einem Auflieger. Nee, nicht unbedingt. Es gibt auch ein bisschen weiter hinten einen, den kannst du am Trecker hängen. Bisschen weiter hin. Ah! Schwarzmoor. Die Schwarzmüller-Singer, ja, gibt ja auch den Rungen an, gibt es auch den Rungen, ja. 4 mal 3 Meter. 4 mal 3 Meter. 12 Meter. Und was haben wir hier? 2 mal 3 Meter, das wären 6 Meter, ne? Ja. So, Reifen, Breitreifen, ne? Dass das Ding ja auch ziehen können. Also, Schmutzfänger ist mir egal, Design ist mir egal, Farbe ist mir egal. Die sind Farben ziemlich egal. Genau, das Ding können wir hinten an den Anhänger hängen. An den Traktor hängen. Wunderbar. Ja, und dann muss das, ja, dann müssen wir das da reinladen, ne? Hiermit kann man zum Beispiel ganz gut verladen. Passt die an den Teleskoplader? Nee, die kommt eher hier dran. Schade. Ja, gute Nacht, Psycho-Bäcker. Schlaf gut. Ja. Achso, hier hätten wir bei uns so ein Ding zum Häckseln, ne? Falls wir wechseln wollten. Das wäre ja auch noch eine Option, ne? Na, da, dass wir das Holz einfach als Häckselgut verkaufen. Ja, da greifst du hier mit und musst das dann hier vorne reinschieben und dann hast du hier hinten so einen Tank, wo das dann reingeht und dann ist immer hin und her fahren mit den Tanks. So, aber nee, hier ist jetzt nichts. So, was wir jetzt da vorne hätten, wäre ja, was war der Schäfer? War Teleskoplader, ne? Ja. Mit dem Teleskoplader kriegen wir das Holz notfalls auch hoch genug. Was nämlich bei einem Radlader beim Verladen immer so ein Problem ist. Deswegen gibt es ja diesen großen Radlader. Und verladen würde man das ja mit einer Poltergabel.
Ja. Haben wir jetzt auch. Ich kann es ja schon mal anhängen. Aber dann würde ich den großen nehmen, nicht den kleinen, ja? Ja. Ja. So, weil im Endeffekt wären das ja hier, das war das waren jetzt 8 Meter müssten das eigentlich sein. Würde ich mal ein 8 Meter Stück schneiden und dann drauflegen, ne? Um zu gucken, ob das passt. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Du nimmst dir jetzt den kleinen Schäfer, Ja. fährst damit zum Hof. Ja. Und checkst mal, ob du damit ja einfach mal was zu den Tieren bringen kannst. Weißt du? Versuch wert. Ja, ich glaube, dass die Schaufel ein bisschen groß ist, aber na, wir werden sehen. Ich nehme jetzt hier den Farmer und fahre schon mal mit dem Rungenwagen. Ein bisschen Holz machen. Achso, für diejenigen, die sich fragen, warum denn heute schon wieder Holzer und kein Modding-Stream, weil ich mit den Vorbereitungen für den Mod, für den Häcksler noch nicht so weit bin, was einfach daran liegt, dass ich gerade noch sehr beschäftigt bin mit Paralife. Ich habe halt nur zwei Hände. Und deswegen haben wir heute noch mal einen Stream von der Holzer. Deswegen auch die Folgen etwas länger als so 20 Minuten, damit es nachher nicht zu viele Folgen werden. Ne? Und ja, hier auf Twitch könnt ihr ja auch noch mal sagen, wer von euch guckt denn überhaupt, wenn er hier im Stream war, noch mal auf YouTube. Überhaupt eine Folge? Und wenn ja, welche Folgenlängen würdet ihr denn bevorzugen? Ansonsten müsste ich einfach mal eine Umfrage auf YouTube machen, ne? So einfach mal. Naja, aber, ne, wie Melian gerade schreibt, eher selten. Ja, es ist logisch. Weißt du, wenn du die Hälfte oder drei Viertel vom Streamabend gesehen hast, ne? Wie Psycho Becker zum Beispiel, der dann. Die, wenn nur der Rest fehlt, die werden bestimmt nicht danach noch mal auf YouTube gucken. Also müsste ich eigentlich die fragen, die auch auf YouTube gucken. Mal gucken, hier hinten die Stücke dürften eigentlich leicht genug sein. Ja, guck mal, die kann ich heben ohne starken Bauern. Guck mal, das sind 4 Meter. Guck mal, das nächste Stück kann ich schon nicht mehr tragen. Ja, das Ding hier hat. Kilo, das kann ich tragen. Für alles andere bräuchte ich jetzt einen starken Bauern, um es zu tragen. Na, aber. Wir können 4 Meter Stücke aus den komischen Bäumen hier reinpacken. Und ich würde sagen, dann maximal 8 Meter, ne? Ja.
Ja, wo fängt man denn an und wo hört man auf mit den Bäume fällen, ne? Macht es Sinn, dass ich jetzt hier in der Nähe noch einen Baum fälle oder soll ich lieber woanders hingehen? Das weiß ich nicht. Meinst du, es macht gleich mit der Poltergabel einen Unterschied? Glaub nicht. Naja, wenn die Dinger kreuz und quer übereinander liegen, macht es vielleicht einen Unterschied. Das war jetzt so der Gedanke. Ja, das stimmt natürlich. Ich Also natürlich. das geht mit dem Schäfer. Ja? Ja. Heißt das, wir haben jetzt bis morgen früh Futter schon drin? Oh ja, Ich habe das ist jetzt natürlich. einmal 2.600 Liter reingemacht. Ja, machen wir nicht so viel rein. Die haben wir jetzt schon für über einen Tag. Ich sollte ja nur mal testen. Hab ich gemacht. Ja, was machen wir jetzt? Holz. Dass du das nochmal sagst. Guck jetzt mal, ob der mit Schaufel hier in so eine kleine Garage passt. Oh ja, na, wobei, ne. Oh, steht wahrscheinlich vorne die Schaufel raus, ne? Nee, die Schaufel passt nicht durchs Tor. Aha, also die Schaufel ist zu groß. Die Schaufel ist ja 3 Zentimeter zu breit. Weil wir können natürlich die Schaufel an die Scheuneneinfahrt legen und den Schäfer dann trotzdem in die Garage stellen. Oh, wir können den Schäfer auch einfach hinten an der Produktion stehen lassen, ne? Das können wir natürlich auch, ja. Soll ich dich jetzt irgendwie abholen oder so? Kannst du machen, ja. Weil hat der hier überhaupt Beifahrer? Der fängt nicht, ne. I'm walking. Meine, du, wenn du Langeweile hast, kannst du mir schon mal entgegenkommen, ne? Oder Ja, du mag ich guckst dir auch. an, was wir, ob wir nicht doch noch ein Feld nehmen. Ein Feld. Ja. Damit wir das Gras unser beten können. Wirf das Stöckchen, ja genau. Wirf das Stöckchen. Klee? Haben wir das nicht schon? Nö. Nö? Was steht denn auf unserem Feld 4? Auf unserem Feld 4 steht Luzerne.
Ja, dann hatten wir noch kein Klee. Nö, auf 3 steht weiße Lupine. Haben wir gerade, haben wir gerade selber gepflanzt, oder? Ja, ja, genau. Da würde sich ja Feld 1 anbieten, ne? Das ist mal gucken. In der Nähe vom Hof. Boah. Alternativ, warte mal, was ist das andere hier? Wiese gibt es auch noch, Feld 8. Ich finde Klee jetzt nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin. Ja. Boah, mein schneller Erntereif wird wahrscheinlich Feld 8 sein, ja, aber kommt es darauf an? Nicht wirklich. Vor allen Dingen haben wir ja mehr Wachstumsstufen, als hier Farben drin sind. Ne? Ja, ja. Also nicht wirklich, aber... Aber Feld 1 hätte natürlich dann den Vorteil, dass es noch nicht so weit ist. Da könnten wir noch Kalken düngen. Ja, wahrscheinlich ja. Was wir bei Feld 8 vielleicht nicht mehr könnten. Ja, kann sein. Ja, sollen wir es denn nehmen? Ja, dann nehmen wir das doch. Hat er den schon wieder mit dem Rückwärtsgang eingelegt, hier abgestellt, ne? Passiert. Also wenn alles richtig ist, müssten übrigens die Erntemissionen für Grasfelder auf den Terralife-Karten nicht erst in der zweiten Wachstumsstufe kommen. Okay. Beziehungsweise nicht erst in der höchsten Wachstumsstufe, wie das Vanilla ist, sondern auch bereits in der ersten Erntereifstufe. Und die Aufträge bleiben dann theoretisch auch bis zur letzten Erntereifstufe. Du musst auch immer die gleiche Menge ernten. Allerdings, wenn das gerade erntereif ist, dann bleibt halt recht wenig übrig. Ne? Ja, ja. Und desto länger es steht, ist wieder der Typ mit dem kaputten Hals. Also das scheint nicht am Traktor zu liegen. Ne? Warte, das letzte Mal war ein anderer Traktor. Das liegt dann anscheinend an den Glasklamotten. Ne? Ja, der Chef hat einfach keine Kohle und sponsert keine anständigen Klamotten. Weil es wäre doch recht schön, wenn du versuchen würdest, dann den Anhänger mal voll zu kriegen. Ja. Nimm das Ding mal direkt bis zum Holzblatt hier mit, ne? Ja. Ich weiß nämlich nicht, ob man das Ding voll mit Holz auch mit dem Farmer gezogen kriegen. Ja gut, das könnte natürlich ein Argument sein, ja. Ja, weil ich denke, dass so 140 PS schon ausreichend sein werden. Aber die Schaltung ist ja noch nicht so optimal, ne? Ja, die Frage ist natürlich, wie schwer wird der nachher, ne? Wie viel Bäume gehen da drauf? Ja, machen wir voll, ne? Ja, ja.
Ja, und wie funny findest du das jetzt hier, Bäume zu verladen? Wird sich jetzt zeigen. Also ich habe mit so einer Poltergabel bisher noch nicht gearbeitet, aber mal sehen. Das sind diese Nicht-Vollernterbäume, wo wir so viele Hackschnitzel rausgeholt haben. Genau, das hier sind die 8 Meter Stücke. Das Ding, was quer liegt, hat nur 4 Meter. Ja, der Strauch, der mag mich irgendwie nicht, ne? Liegt das damit nur vor mir her? Ich kann das nicht aufladen. Okay, darf ich mal? Ja, klar. Ja, hatte ich gerade auch überlegt, ob das geht. Klingt Eigentlich irgendwie. auch nicht Sinn und Zweck der Sache, oder? Nee, irgendwie nicht so, ne? Gibt es denn sonst irgendwas dafür? Na, wobei, wenn du jetzt dann einmal drin bist, wenn du den einmal hast, ne? Das ist natürlich gut hier. Ja. Was hätten wir denn noch? Also eigentlich gibt es dann ja nur noch aus dem Platinum hier so ein Ding, ne? Also so ein Ding mit so einem Greifer. Da kannst du zwar nicht viel Ja, verladen, ja. ne, weil du brauchst dann schon so ein Greifer. Aber mit sowas brauchen wir ja nicht dahin zu fahren, ne? Macht keinen Sinn. Ja, das geht bestimmt, aber macht das Sinn, 260.000 Euro für so ein Ding zu bezahlen oder eben Leasing? Ich weiß nicht. Das Ding ist eigentlich für den Forst gedacht, ne? Oder eben das Ding. Du hängst gerade, ich sehe es nicht. Okay. Ja, jetzt.
ist einmal das Ding hier. Falls es jetzt siehst. Ja, sehe ich. Ja, die Frage ist ganz ehrlich, wenn wir sowas nehmen, dann kannst du auch direkt so einen Forwarder nehmen, ne? Also. So, what? Warte mal. Forst. Wo ist es da? Unter Forstmaschinen. Da kannst du so einen Ponse nehmen. Jetzt von so einem? Ja. Ja, nicht den Vollernter, sondern den, ja, aber den das, anderen da bist du halt, drauf. Da fährst du halt die ganze Zeit nebenher und ne? Ja. Und der hat mehr PS, als wir gesagt haben. Ja, das stimmt natürlich. Ja, ich meine, es gibt hier auch noch die Möglichkeit, dann gibt es jetzt mal den hier. Ich gucke. Ja, da lädst du quasi hinten die Stämme rein, ohne sie kurz, ohne sie klein zu machen, und dann ziehst du sie zum Ziel. Aber da kannst du eine Seilwinde nutzen. Ja, können auch, ne? Also, den hier nehmen. Ja, das ist schon eher meine Kragenweite. Ja. Nein, also die Frage ist, lohnt sich das für ein bisschen Holz? Ne? Naja, ich will ja schon viel Holz machen, ne? Deswegen wäre die Frage, ob man quasi nicht nur fürs Holz der Gerät hier nimmt. Und zwar ohne Schild hinten, nur mit Kran. Dann könnte man theoretisch mit dem Kran die Sachen verladen. Ne, und übers Feld düsen und auf diesen Anhänger packen und dann den Anhänger damit auch wegbringen. Ja, klar. Der hat zwar 300 PS, aber der wäre ja dann auch nur fürs Holz. Ja, aber wenn du richtig viel Holz machen willst, dann macht natürlich der Volvo wiederum Sinn. Ne? Ja, aber der Volvo ist echt, echt, echt riesig. Ja, ich weiß. Na, da passen 30 Stämme vorne rein. Ja, du wolltest doch viel Holz machen, oder? Ah. Und keiner der Zuschauer sagt was dazu. War ja klar, ne? Aber hier bist du immer durch die Gegend, ne? Also, ja, ich weiß. Ich meine, ich habe mit so einem Ding noch nicht gearbeitet, ne? Ich weiß nicht, ob man dann einfach quasi von Baum zu Baum fahren kann und kann die einfach einladen, weil es ist ja dann nicht wie bei dem, was ich vorher hatte, dass du erst aus dem Traktor aussteigen musst und musst dann wieder hinten in den Anhänger einsteigen, sondern das ist ja ein Gerät, ne? Ja, natürlich. Wir können es mal versuchen, ne? Können wir machen, ja, warum nicht? Ja, also Schäfer bringt nichts, ne? Schäfer ist schön, aber die Poltergabel funktioniert nicht. Ja gut, ich habe auch... gibt doch keine andere, ne? Ich wüsste nicht. In den anderen Paketen sind ja keine anderen Geräte drin. Wieso läufst du schneller, als ich fahre? Naja, ich halt schnell laufen kann. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe leider keinen Tacho. Ich kann dir nicht sagen, wie schnell ich laufe.
Und warum läufst du überhaupt dahin? Ich fahre doch dahin, um die Maschine abzuholen. Machst du das? Was meinst du, warum ich mit dem Schäfer runterfahre? Damit Weil du ihn ich... abgeben willst. Ja, und dann wollte ich mit dem Anna wieder hochkommen. Das war so der Plan. Weil wenn der Beifahrer hat, kannst du mich nachher wieder mit hochnehmen, ne? Na, ich befürchte, das hat er nicht. Ei. Das ist die Frage, der... eigentlich ist die YouTube-Folge schon voll, ne? Dann machen wir es beim nächsten Mal. Ja, dann machen wir es einfach Montagabend. Ja. Das Holz läuft uns ja nicht weg. Ich habe ja, wie versprochen, ein paar Sachen, ein paar Dinge gefällt. Ja, aber dann bräuchte man zumindest auch keinen extra Traktor immer wieder da unten hin. Gucken, dass es ein Traktor ist, der stark genug ist, das Holz auch zu ziehen. Gut, weil der Schäfer ist auf jeden Fall zu groß für den Hof. Ja. Und? Ja, ich versuche gerade die Bedienung wen zu kriegen. Wie kriege ich denn die Spange auf? Ja. Wahrscheinlich den. Nö, geht nicht. Okay. Darf ich mal? Naja. Okay, da muss man sich aber erstmal dran gewöhnen. Ich drücke bei, also auf meinem drücke ich die Shift-Taste, damit ich die zweite Belegung habe und dann rechts links. Wobei oben unten ist das Gelenk und drehen ist das Gelenk und ohne Shift-Taste habe ich hier das erste Gelenk und so. Und wenn ich den Joystick drehe, dann drehe ich das Ding so. Okay. Ah, das könnte glatt. Das könnte glatt. Okay, das könnte funktionieren. Dann hier rüber, ne? Absetzen. Ja, wie gesagt, das könnte funktionieren. Naja, wir werden sehen. Ja, ne? Ja, liebe Zuschauer auf YouTube, das wird dann quasi die Sache sein, die wir in der nächsten Folge machen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Wir wünschen viel Spaß und mal schauen, wie lange es noch dauert, bis ihr selber loslegen könnt. Und tschüss. Tschüss.